3, 2, 1. Hallo und willkommen zu einem Video. Mein Name ist Selina und meine ganze Hose ist nass, mein Pullover ist nass, meine Haare sind nass, plus meine Schuhe sind nass, weil er gerade im Rasensprenger angegangen ist und ich natürlich reinlaufen muss, ne? Ich? Nass? Niemals. Guck mal gleich weiter. Es ist so unangenehm, ne? Ich laufe hier mit so einer nassen Hose durch die Gegend. Ich traue mich nicht mit einer nassen Hose, also mit einer frisch gewaschenen Hose, die halt noch nicht komplett getrocknet ist, in die Schule zu gehen, aber mit einer kompletten nassen Hose kann ich durch die ganze Buga laufen. Yes. Ich renn da jetzt durch. In 3, 2, 1. Leute, die denken jetzt alle, ich habe meine Hose gepisst. Ja, scheiße. Das kann ich doch nicht geben. Und jetzt ziehe ich meinen Pulli ganz nach unten, weil sonst denkt ihr, dass ich habe meine Hose gepipiert. Ja. Ich kann nicht nochmal laufen. Es ist ja echt süß, dass ich meine Hose gepisst habe. So trocknet man heutzutage Hosen. Oh mein Gott, das sieht halt wirklich aus, als hätte ich mir eine eingepisst. Also wirklich so 1:1. Fuck. Meine Haare sind durchaus. Hä? Hier touch my tralala. Egal, dann bin ich halt hässlich. Ich bin hässlich und stolz. Freunde, da hinten sind 3 grüne Sitzsäcke. Und wenn ich angekommen bin, sind da safe Menschen drauf. Wenn nicht, ich stapel die so aufeinander und dann springe ich drauf. Und dann falle ich safe runter, aber egal. 12 Sekunden später. Wir haben 5 Sitzsäcke und diese werden wir gleich stapeln. Aber bevor ich die stapel, Freunde, ich habe euch ja gesagt, dass ich jeden Tag eins dieser Dinger hochladen werde. Von Jelly Beans. Ich habe das Video gedreht um 7.15 Uhr, aber ich habe vergessen zu posten. Das bedeutet, ich mache es erst halt. Ich glaube, ich mache es abends, weil ich bin ja mit diesem Geruch zur Schule gegangen. Und wisst ihr, wie schlimm das war? Einfach nein, ich habe, glaube ich, 6 Kaugummis oder so gekaut. Let's go. Wir stapeln es jetzt. Das ist so anstrengend. Ich glaube, ich habe so viele Probleme. Man denkt, XXL-Matratze. Da sind einfach 2 Rettungssanitäter und ich will darunter sliden. Zufall? Ich glaube nicht. Das war cool. Nice. Das sind jetzt 8 Stück. 8 Stück. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ich gehe auf die andere Seite und hilf mir. Okay, 3, 2, 1. Lass mich nicht sterben. Scheiße, das hat gar keinen Sinn gemacht. Das war sehr schön. Scheiße. Das ist so lame. Wieso bist du so lame? Freunde, ich räume mich jetzt da runter und ich hoffe, ich sterbe nicht. Der Rasen war gerade eben so hart, deswegen jetzt die Kissen. Und das ist schon krass lang, gönnt euch das mal. Ach, scheiße. Bruh. Freunde, wir suchen gerade was zu essen, weil wir haben heftig Hunger bekommen. Ich überlege, Pizza zu holen, aber Pizza ist hier ist nicht so die geilste, so wisst ihr? Wir waren gerade in so einem Laden drin. Wir sehen so auf der Speisekarte Wurstsalat, Maultaschen, so. Sehe ich so aus? Das hab ich gebaut, jetzt haben die Kinder da Spaß. Seht ihr das? Das hab ich gebaut und das sind alle Kinder. Ich habe noch 20% Highspeed-Guthaben, Datenvolumen. Und 20% Akku, das ist noch schlimmer. Ich wollte mich ein bisschen anpassen, so mit Palmfrisur und so. Und jetzt hier, scheiße, sind keine Palmen mehr. Egal, trotzdem, ich wollte mich ein bisschen anpassen. Meine Palme verreckt gerade eben. Ich räume mich jetzt so wie die anderen Kinder hier. Voll einen Berg. Das hier ist mir zu lame. Ich gehe direkt auf den großen. Ich bin nicht so ausverlegen! Ich bin innerlich und äußerlich gestorben. Ich habe gerade so eine Baba-Idee. Wollt ihr ein, wenn ich du wäre, mit Alina haben? Weil wenn ja, dann schreibt zu Fragen, nicht Fragen, Aufgaben in die Kommentare. Wie zum Beispiel, wenn ich du wäre, würde ich in den See gehen. Oder wenn ich du wäre, würde ich einen fremden Mann umarmen. Und der gibt dir so Schelle. Auf jeden Fall, stellt ganz, 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 ganz viele Aufgaben in die Kommentare. Nice. Freunde, ich habe mein Zimmer ausgemessen und ich habe so viel Scheiße drin gefunden. Ne? Wow. Und ich habe einfach, ich glaube, so
Sonntag habe ich angefangen, es ist Mittwoch. 4 Tage gebraucht. 4 Tage, um ein kleines Zimmer auszumisten. Und es ist bis heute nicht sauber. Und wir haben am Dienstag eine Ethikarbeit geschrieben, ne? Ich sehe so das Blatt, ich bin so, oh mein Gott, scheiße. Erste Frage, easy, goldene Regeln. Das konnte ich. Zweite Frage, ich bin so, was für? Da scheint, erklär mir die 4 Schritte des Ablaufs eines Streitschlichterung. Eines Streitschlichterung. Ich denke so, denkst du, ich habe es gelernt? Ich habe einfach alles gelernt, außer das. Aber ich glaube, ich kriege eine 2. Oder eine 1. Ich schreibe einfach nächste Woche Montag Geschichte. Scheiße. Egal, easy. Sagte sie. Dann kriegt eine 3. Letzte Geschichtsarbeit. Ich schreibe es. Ich so, okay, Sina, du bist so gut. Schreib, 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 schreib. 4, 3. Ich habe so viel. Ey. Ich habe mir sogar ich habe mir jetzt kein Spickzettel geschrieben. Ich lese das alles, ich bin so, okay, easy. Hab ausgefüllt wie ein Meister. Ich krieg zurück 3+. Mündlich 2-. Willst du mich verarschen? So schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ich rede einfach jede Stunde und krieg trotzdem schlechte Noten. Mit wem redest du jede Stunde? Ja, das ist so eine Frage, ne? Jetzt nach vorn? Ja, bin wirklich. Ich wurde sogar auseinandergesetzt von meiner Nachbarin. Das war sehr traurig. Und jetzt ist diese erste Reihe am Rand. Wisst ihr, was ein Horror das für mich ist? Erste Reihe, Rand. Du bist am Rand der Gesellschaft. Bei einer Klassenarbeit kann ich nicht mehr abspiegeln. Ich habe noch nie abgespiegelt, aber ich meine ja nur, weil ich das vorne in der Lehrer sitzt direkt vor mir und so. Ich habe sogar auf meinen Zettel geschrieben, wo steht, Wunsch, wo du sitzen willst, nicht vorne. Nicht am Rand. Was lese ich? Vorne am Rand. So, Freunde, das war's mit dem Video. Also, mein Finger tut noch immer sehr weh von diesen Kissenstapeln und meine Hand blutet noch immer vom Runterrollen vom Berg. Nice. Und das ist eine Entity, die uns stalkt. Hallo, Entity! Hello. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.